willkommen bei Support Your Local Act Kultur im BZK. Wir haben heute ein besonderes Vergnügen, nämlich wir sehen das Duo Ro Gebhardt und Alik Gebhardt. Die beiden machen schon seit einigen Jahren gemeinsam Musik. Alik Gebhardt ist 13 Jahre alt und Ro ist sein Vater. Ro kennt man überall seit 40 Jahren. Mit 17 hat er angefangen, Musik zu machen und hat im Saarland, in Asien, in Afrika und in Amerika gespielt. Als ich Ro gefragt habe, was war denn das schönste musikalische Erlebnis, hat er gesagt, ganz klar, als ich in der Blue Note im angesagtesten Club in New York gespielt habe, bei dem Publikum und dafür noch eine anständige Gage gekriegt habe. Also, haben Sie viel Vergnügen mit den beiden? Haben Sie viel Spaß? Unterstützen Sie Kulturschaffende? Mein Name ist Ro Gebhardt. Ihr kennt mich, wahrscheinlich einige, viele vielleicht sogar. Ich bin ziemlich viel unterwegs, mit meiner Gitarre meistens in der Hand. Ich mache zwar auch noch andere Sachen. Ich arbeite im Studio oder auch als Pädagoge. Aber man kennt mich natürlich überwiegend von meiner Tätigkeit als Spieler, nämlich mit meinem Hauptinstrument Gitarre. Und wir sind heute zu zweit. Und zwar, klar, ich mit meiner Gitarre, E-Gitarre heute. Und dieser junge Herr hier an meiner linken Seite. Wir sind weitläufig verwandt, ganz weitläufig, weil wir sind quasi Vater und Sohn. Das ist also mein Sohn Alik Gebhardt. Wir sind sehr froh, dass die Arbeitskammer uns eingeladen hat zu dieser Videoreihe. Das ist, glaube ich, die letzte Produktion. Vor der hoffentlich keine Pause wegen einer zweiten Corona-Welle, aber das wird man dann ja sehen. Gehen wir mal davon aus, dass es die letzte Produktion ist. Und ich kenne die Location hier in Kirkel von der Arbeitskammer von 2, 3 Konzerten, die ich hier schon gespielt hatte, live vor Publikum. Das waren, glaube ich, Duo- und Trio-Besetzungen an. Einmal haben wir auch im Sommer im Freien gespielt. Das war eine größere Geschichte, Open Air, da waren wir, glaube ich, mit 5, 6 Leuten auf der Bühne. Genug gelabert. Fangen wir jetzt an mit dem ersten Stück. Das ist eine Eigenkomposition von der letzten CD, Fruit of Passion heißt die letzte CD. Die wurde beim Saarländischen Rundfunk überwiegend produziert, aufgenommen und auch gemischt. Und da ist ein Stück drauf, das heißt Oh Yes, I Miss Her. Das wird normalerweise gesungen. In dem Fall von Dominik Stegmüller aus Heidelberg, glaube ich. Aber das Stück kann man auch instrumental spielen und das werden wir jetzt tun. Oh Yes, I Miss Her. Viel Spaß! Thank you.
Ja, vielen Dank. Das war Oh Yes, I Miss Her. Diesmal im Duo mit unserem Freund Rob the Bot als Schlagzeuger. Jetzt kommt was ohne Schlagzeug, nämlich ein Stück, das ist dem Charlie Parker gewidmet. Das ist der Erfinder des Bebop Jazz. Und wir spielen das Stück aber nicht als Jazz oder Swing, sondern als Bossa Nova. Und das Stück heißt auch nicht mehr wie im Original, sondern wir haben ein neues Thema dazu geschrieben und es ist deshalb unser eigenes Lied jetzt. Und es ist gewidmet Charlie Parker. Thank you.
kommen zum nächsten Stück, das wieder mit Rob the Bot ist. Das hat eine längere Geschichte, das Stück. Es ist eigentlich basiert auf einem Stück von Robert Schumann, den kennt ihr vielleicht. Das ist ein Komponist und Pianist gewesen aus der Romantik. Der hatte dann irgendwann die wahnsinnig witzige Idee, beim Üben Drähte von der Decke runterhängen zu lassen, damit er beim Üben noch verstärkt mehr Kraft ausüben muss oder dass sich seine Handhaltung entsprechend noch verfeinern sollte. Und bei der Geschichte hat er dann leider etwas übertrieben und hat seine Hände ruiniert. Somit war seine Karriere als Pianist beendet und er ist nur noch Komponist gewesen, aber egal. Außerhalb dieser Geschichte. Er hat tolle Musik geschrieben, auch für Kinder bzw. einfache Klavierstücke, die er Kindern gewidmet hat. Die kennt vielleicht derjenige, der Klavier gelernt hat oder Klavier lernen musste oder wer auch immer, kennt vielleicht diese Werke. Das sind die Kinderszenen von Robert Schumann. Das sind 10 Stücke und wir haben besonders interessant eines gefunden, das heißt Haschemann. Und das ist die Basis von unserem nächsten Stück. Das geht jetzt natürlich in eine ganz andere Richtung, aber in der Tat, das Thema basiert auf diesem Haschemann von Robert Schumann. Das Stück heißt aber jetzt nicht mehr Haschemann, weil es ist ja auch gar nicht mehr das Stück von Robert Schumann, sondern nur das Thema, die Basis ist entliehen von dessen Stück. Und das Stück heißt jetzt El Picador. Thank you.
das war El Picador. Das war natürlich schon artistisch auf eine Art. Nicht so ganz einfach, aber auch nicht so super schwer, aber irgendwie doch ziemlich schwer eigentlich. Anspruchsvoll, oder? Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Und wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuhören oder Zusehen, beides Zusehen, Zuhören. Gut, jetzt machen wir nochmal was ohne unseren Schlagzeuger. Ein Stück nur zu zweit. Wir machen genau genommen zwei Stücke, es ist eine Art Medley. Und zwar ist es ein Medley, das ist allen Jazz-liebenden Menschen gewidmet. Das besteht nämlich aus zwei Stücken, nämlich einmal ist basiert auf einem Stück von Kenny Dorham namens Blue Bossa, vielleicht das eines der ersten Stücke, das man lernt als Jazzmusiker. Und das zweite ist ein Blues, allerdings ein Jazzblues, also ein bisschen mehr Akkorden wie ein normaler Blues, so 3-4 Akkorde mehr, also ist das so ein bisschen, hat noch so ein paar Durchgänge. Und das Stück haben wir uns überlegt, widmen wir natürlich der Arbeitskammer. Das Stück heißt also Blues vor Arbeitskammer. Okay? Also, jetzt kommen zwei Stücke. SOS heißt das erste, es geht dann übergangslos in den Blues rein und den Blues haben wir der Arbeitskammer gewidmet. Okay, viel Spaß beim Hören. Thank you.
Vielen Dank. Das war fast unser Konzert. Wir beenden jetzt mit einem Stück namens Tudo Bem. Das ist brasilianisch oder portugiesisch, wie man will. Und Tudo Bem bedeutet so viel wie alles klar. Und das war es bei uns eigentlich auch heute. Wir waren ziemlich gut drauf. Es war unser erster Auftritt nach dem Corona-Shutdown. Wir spielen am Freitag nochmal in Saarbrücken, in 2 Wochen im Deutsch-Französischen Garten nochmal in Saarbrücken. In der Pfalz sind wir nächste Woche. Also für uns geht es jetzt erst wieder los. Mal wieder vor Leuten. Und das war schön hier. Ich bedanke mich nochmal bei der Arbeitskammer, bei Yvonne Fegert, bei Vanessa, bei Pascual hinter der Kamera, der ganz tolle Arbeit hier leistet. Und vielleicht sehen wir uns ja mal beim Konzert nochmal, wer uns digital hören will. Wir haben die letzte CD mit ganz viel Gesang, ganz vielen verschiedenen Musikern, ganz international besetzt, kann man zum Beispiel über die Website besorgen, zum Beispiel. Fruit of Passion heißt die CD. Ist die letzte. Gibt noch andere. Gut. Viel Spaß noch mit der Reihe. Ich glaube, es ist fast das letzte Konzert. Hier ist noch ein Kollege, der jetzt nach mir dran ist. Das heißt, es gibt noch eine Aufzeichnung. Und ja, der ist bestimmt auch sehr gut. Und macht's gut. Tschüss.